Ausgewogene Belichtung bei manchen Lichtverhältnissen ist eine echte Herausforderung in der digitalen Fotografie. Für diese Nachbearbeitung hat uns Lightroom schon mit den KI-Masken ein sehr nützliches Tool zur Verfügung gestellt, mit dem wir mit einem Klick zum Beispiel den Himmel oder nur das Motiv oder den Hintergrund auswählen können. Allerdings haben diese Masken eine kleine Schwachstelle und jetzt wurde mir ein Trick gezeigt, von dem ich nicht weiß, warum ich den nicht kannte. Und der so genial ist, dass ich ihn dir jetzt zeigen möchte. Das hat mir ein Freund von mir gezeigt. Ich habe gesagt, er soll das Video machen. Er hatte keine Lust und hat gesagt, liebe Grüße, ich soll es doch bitte an seiner Stelle an dich weitergeben. Ich darf dich dazu in mein Lightroom bitten. Und wir nehmen fürs erste Demo ein sehr einfaches Foto, wo ich dir das ganz einfach demonstrieren kann und zeigen kann, was das tut. Ich habe dieses Foto grundsätzlich schon ein bisschen grob vorbearbeitet und bin an sich nicht unzufrieden damit. Was mir aber auffällt, ist, da oben gibt es so eine schöne Wolkenstruktur. Möglicherweise möchte ich die ja zurück ins Bild holen und dort ein bisschen deutlicher machen. Jetzt könnte ich natürlich den einfachsten Weg gehen und den Lichterregler runterziehen, dann würden die zurückkommen. Aber du siehst auch rundherum, alles was lichter ist, auch auf den Hauswänden, wird mitziehen und das möchte ich eigentlich nicht. Der nächste Schritt wäre hier, eine Maske zu nehmen und einfach den Himmel als Maske auszuwählen und Lightroom den Rest zu überlassen. Zack, schon wird der Himmel ausgewählt. Und hier kommt die Schwachstelle. Wenn du ganz genau schaust, dann siehst du, dass diese rosa Bereiche, die hier markiert sind, nicht ganz genau nur am Himmel sind, sondern in alle hellen Bereiche hier an den Kanten entlang mitgehen. Ein bisschen deutlicher wird es, wenn ich die Belichtung zum Beispiel runterziehe, dann siehst du ganz eindeutig, dass der gesamte Turm da oben einfach mitmarkiert wurde. Man könnte hier den harten Weg nehmen und einfach bei den Masken auf Subtrahieren klicken, einen Pinsel nehmen und ganz fein dort rausmalen, was man nicht drin haben möchte. Aber es gibt einen so viel einfacheren und schnelleren Trick, dass ich es kaum glauben kann. Und irgendwie gibt es das nirgends in den offiziellen Dokumentationen von Adobe. Du kommst hier auf Subtrahieren und klickst nochmal auf Himmel auswählen. Was du dann bekommst, ist so ein ganz feiner rosa Schimmer, nämlich genau nur die überlappenden Teile. Die markiert er komischerweise. Und wenn ich jetzt auf dieser selben Maske diese drei Punkte klicke und hier auf Umkehren klicke, dann kriege ich wieder eine Maske, aber du siehst sofort auf den ersten Blick, dass das hier viel feiner genau an den Kanten entlang läuft. Wenn ich diese nochmal ausblende, siehst du den Unterschied vorher und nachher. Und wenn ich jetzt nochmal in der Belichtung schraube, siehst du sofort, das ist noch immer nicht perfekt, aber es ist so viel besser als die ursprüngliche Version. Und mit dieser Maske kann ich jetzt zum Beispiel einfach die Schwarzwerte runterziehen, kann die Lichter ein bisschen runterziehen, das Weiß ein bisschen hoch und kann diesen Himmel da oben, die Struktur wieder zurückholen. Wir schauen uns das vorher und nachher an. Zack, zack. Ohne die Mauern oder den Turm dabei in irgendeiner Weise zu berühren. Genial, oder? Machen wir das Ganze noch an einem zweiten Foto. Ich nehme dafür jetzt nicht den Himmel, sondern das Motiv. Das funktioniert mit allen dreien Filtern, die du hast. Hintergrund, Motiv und Himmel. Und wir nehmen einmal dieses Foto, das ich in Zandvoort in Holland am Strand geschossen habe. Gefällt mir so, wie es ist, eigentlich ganz gut. Eine Sache stört mich ein wenig. Ich habe hier in diesen dunklen Teilen, in dieser schwarzen Jacke und hier im Schatten kaum noch Information und Bildstruktur drin. Wenn ich jetzt dann nur die Tiefen noch weiter anhebe, dann mache ich das im ganzen Bild mit und das möchte ich eigentlich nicht. Also nehme ich wieder meine Maske, wähle an dieser Stelle das Motiv aus und wieder passiert dasselbe. Lightroom wählt das Motiv aus. An sich ganz gut, aber auch da siehst du an den Kanten, an den Rändern, überall wird es ein bisschen schwammig und es ist nicht wirklich exakt. Und hier machen wir denselben Trick. Subtrahieren, nochmal Motiv auswählen, gehen wieder auf diese Maske. Du siehst hier schon die rosa Kante, die rundherum auftaucht. Klicken wieder hier auf die drei Punkte beim Motiv 2, klicken auf Umkehren und schon haben wir eine wesentlich feinere Maske. Ich kann hier die Tiefen nehmen, nach oben ziehen und ich berühre wirklich nichts anderes als genau nur dieses Motiv. Wenn du Lust hast auf einen fast noch einfacheren Trick, wie du mit einem einzigen Regler in Lightroom deine Farben so richtig schön strahlen lassen kannst, aber sehr natürlich, habe ich da dieses Video für dich. Bis zum nächsten Mal.